Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12.7. Hier geht es um die Anmietung von Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen. Einreicher ist die AfD-Fraktion. Bitte schön, Herr Pinker, zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Wir beschließen heute die Änderung der Unterbringung für einen Teil von Personen mit Aufenthaltsstatus Duldung bzw. Gestattung. Derzeit werden diese Personengruppen zum Großteil in Wohnungen mit Belegungsrechten untergebracht. Aufgrund dieser massiven Anmietung seitens der Stadt wird zunehmend der soziale Frieden in den betroffenen Stadtteilen gestört. Sie wohnen ja nicht dort, nicht? Hier für den Bürger erst einmal die gesetzliche Grundlage, über was wir sprechen. Es geht um folgenden Personenkreis mit Status, Duldung oder Gestattung. Dies sind Personen, die keinen anerkannten Flüchtlinge sind und lediglich eine Duldung oder Gestattung des Aufenthaltes in der Bundesrepublik haben. Darunter fallen auch Ausreisepflichtige, die nicht abgeschoben werden, oder Ausreisepflichtige, die nicht abgeschoben werden können aufgrund fehlender Papiere. Dieser Personenkreis hat gesetzlich einen Anspruch auf Unterbringung, wenn der Wunsch dazu geäußert wird. Hier sieht der Gesetzgeber vor, dass die Unterbringung analog Asylbewerbern im laufenden Prüfungsverfahren erfolgt. Dies bedeutet, dass die Unterbringung mindestens in zentralen Einrichtungen zu erfolgen hat. Aufgrund der derzeitigen Praxis entstehen soziale Brennpunkte wie in Johannstadt, Raik, Gorbitz fortfahrend. Es entsteht auch ein höherer Druck auf den Mietmarkt im Bereich der preisgünstigen Wohnungen. Betroffen davon sind zum Großteil Familien, die über keine hohen Einkommen verfügen oder Leistungsbezieher sind. Eindeutig ersichtlich ist dies auch am aktuellen Bildungsbericht und am fortgeschriebenen Kita-Fachplan. Wir sehen hier auch starke Veränderungsbewegungen von Bürgern, die es sich leisten können, raus aus diesen besonders betroffenen Stadtteilen. Eigentlich müsste der Antrag von Ihnen, von der SPD und den Linken kommen, dass Sie eigentlich für den Bürger in prekären Situationen, für den normalen Arbeitnehmer, für den Proletarier kämpfen. Jedoch haben Sie sich weit vom Bürger entfernt und kämpfen viel lieber für sogenannte Flüchtlinge, womit sich bei vielen von Ihnen auch ganz gut Geld verdienen lässt. Und verschärfen den Kampf im Bereich der wenig Besitzenden. Um diesem Prozess aktiv entgegenzusteuern, fordern wir, die Anmietung für diesen Personenkreis sofort einzustellen. Auch muss beleuchtet werden, dass bei Unterbringung in Wohnungen mit der Zahlung von sogenannten Taschengeld der Druck, sich zu integrieren, sehr gering ist, da eine Arbeitsaufnahme in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht erforderlich ist, um eine ansprechende Unterkunft und ein größtmögliches Privatleben zu erreichen. Kurzum, die Unterbringung verhindert auch die Integration, welche eine Bringeleistung des Zugewanderten ist. Dankeschön. So, ich habe da nur zweieinhalb Wortmeldungen angezeigt. Ich will mal auf die Fraktionsrunde verzichten. Frau Walter hat das Wort gewünscht. Nein. Frau Barkow hat das Wort gewünscht. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte ZuhörerInnen. Zunächst einmal frage ich mich tatsächlich, warum Sie, Herr Hilbert, diesen Antrag überhaupt heute zugelassen haben und uns diese mal wieder widerliche Einbringung des Vorredners nicht erspart haben, denn in meinen Augen ist der Antrag rechtlich überhaupt nicht zulässig. Der Beschluss des Antrages wäre nämlich ein Verstoß gegen die gesetzliche Pflicht, Menschen, die Asyl suchen, unterzubringen. Die AfD fordert in ihrem Antrag, dass keine Wohnung mehr für Menschen mit dem Status der Gestattung oder Duldung angemietet werden soll. Aber hierzu ist wichtig zu wissen, dass zunächst einmal alle Geflüchteten, die einen Antrag auf Asyl stellen, den Status der Gestattung innehaben.
Und erst dann erfolgt mit dem Entscheid über das Asylverfahren die Einteilung in der Regel in die wesentlichen drei Gruppen, Anerkennung, Duldung oder eben vollziehbar ausreisepflichtig. Sie wollen also mit Ihrem Antrag keine Wohnung mehr anmieten. Was Sie aber nicht sagen ist, wo sollen die Menschen denn hin? Hierzu machen Sie keinen Vorschlag. Und damit ist der Antrag auch überhaupt kein ernsthafter Antrag, der in Sachen Unterbringung von Geflüchteten, der gesetzlichen Pflicht oder auch dem Zusammenleben von Menschen in einzelnen Stadtteilen, wo mehr Personen mit Fluchthintergrund leben, etwas verändern will. Sondern Sie wollen eigentlich nur mit wenigen altbekannten, also mit wenigen Schlagworten altbekannte Neiddebatten schüren und falsche Tatsachen verbreiten. Es leben in Dresden etwa 2.800 Menschen in Übergangswohnheimen oder eben in Gewährleistungswohnungen. Und davon haben etwa 90% den Status der Gestattung oder der Duldung. Und wir als Kommune sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Menschen unterzubringen. Und das ist auch gut so. Und seit Jahren gilt hierzu in Dresden der Leitsatz, dezentral soll die Regel sein, zentral, also in Wohnheimen, nur wenn es sinnvoll ist. In dem Antrag von Linken, Grünen und SPD aus dem Jahr 2017, den Sie hier in Ihrem Punkt 1 aufheben wollen, haben wir neben einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Integration eben auch diesen Leitsatz nochmal bekräftigt, dass nämlich 2/3 der Personen in Wohnungen leben sollen. Das sind in der Regel Familien, das sind Frauen, das sind Menschen mit besonderer Schutzbedürftigkeit. Und eben nur 1/3 der Personen soll in zentralen Heimen leben. Und die zudem sollen auch nicht allzu groß werden, sondern begrenzt werden auf maximal 65 Personen. Und zu diesem Leitsatz stehen wir nach wie vor, denn der ist richtig. Und wie für alle Menschen in der Stadt ist natürlich auch für Asylsuchende die eigene Wohnung oder die Wohnung, in der man lebt, der zentrale Ausgangspunkt für im Prinzip alles, für die Teilhabe. Hier trifft man Nachbarinnen, hier gehen die Kinder in die Kita oder in die Schule, hier macht man den Einkauf im Laden um die Ecke, hier engagiert man sich vielleicht in der eigenen Community und kennt die Anlaufstellen. Und genau deswegen sind auch alle, die sich ernsthaft für Integration von Menschen und für ein Zusammenleben in der Stadtgesellschaft interessieren, auch dafür, dass selbstverständlich Menschen mit Fluchthintergrund auch in erster Linie in Wohnungen leben sollen. Und was Sie hier sagen, ist einfach schlicht falsch. Es handelt sich nicht um Wohnungen, die aus dem Kontingent, also nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil aus diesem Kontingent der 10.000 Sozialwohnungen der Vonovia belegt sind, beziehungsweise von der WID, die ist da hier überhaupt nicht mit einbezogen, sondern es handelt sich um sogenannte Gewährleistungswohnungen. Und wir haben in der Stadt etwas mehr als 500 dieser Gewährleistungswohnungen und ein minimaler Teil nur ist von diesem 10.000er Sozialwohnungskontingent rausgelöst worden im Jahr 2016. Ich denke, das hat damals auch niemand für falsch gehalten. Das heißt, Menschen, die eine Wohnung suchen, die auch im günstigen Preissegment liegt, hätten überhaupt keinen Vorteil davon, wenn man jetzt Asylsuchende aus diesen Wohnungen ausquartieren würde. Es würde sich schlicht am Mietmarkt insgesamt überhaupt nichts ändern. Und in der Begründung Ihres Antrags schreiben Sie irgendwas von sozialem Frieden, den es hier zu schützen gilt, aber das ist mitnichten Ihr Ziel. Ihnen geht es eigentlich nur darum, immer und immer wieder Neiddebatten zu entfachen, Menschen gegeneinander aufzubringen und mit Halbwahrheiten Hass und Neid zu stören. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Vorgehen, das lehnen wir entschieden ab. Und es ist auch das Einzige, was die AfD stark macht, wenn sie Wut, Hass, Neid und Ausgrenzung schüren. Das lehnen wir ab und den ganzen Antrag lehnen wir auch ab. Vielen Dank. So, und dann ist mir noch Herr Hannig gemeldet. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Damen und Herren,
Auch wir werden den Antrag der AfD-Fraktion ablehnen, weil wir davon ausgehen, dass das, was Sie hier beantragen, letztendlich wirtschaftlich nicht funktioniert und tatsächlich auch einer grundsätzlichen Integration nicht förderlich ist. Wir glauben aber, und es tut mir sehr leid, dass Sie gerade die AfD beschimpft haben und gesagt haben, Hass und Hetze. Nee, nee, Sie haben Hass und Hetze mit Ihrer Rede gerade. Das ist doch das, was Sie tun, ist Hass und Hetze. Die AfD sagt, wir wollen den sozialen Frieden wahren und das kann man... Hass und Hetze. Halten Sie sich den Spiegel vor mit diesen Reaktionen. Ja. Also ich bin selbst, und viele von Ihnen haben das auch gemacht, am Wilsdorfer Ring, Ebereschenstraße, jetzt mehrmals gewesen, habe mich dort mit Anwohnern getroffen. Das ist der Platz, wo es diesen Machetenangriff gegeben hat auf Kinder. Wenn Sie sich mit den Menschen dort unterhalten, mit allen Menschen, auch mit dunkelhäutigen Menschen, auch mit Zugewanderten, kann ich nachher mal Videos schicken, wenn Sie mir Ihre Nummern geben würden, dann würde ich Ihnen die Videos schicken. Also hören Sie noch mal zu, Sekunde, dann werden Sie feststellen, dass an Brennpunkten wie dort in Gorbitz, dieser am Ebereschenring, der soziale Frieden erheblich gefährdet ist. Ist doch klar, wenn dort Kinder mehrfach angegriffen werden von irgendwelchen Messermännern oder Machetenmännern, wenn dort ständig die Polizei ist, wenn dort in einzelnen Wohnblöcken sehr viel soziale Unruhe ist, dann kann man das nicht wegwischen. Und das finde ich das Traurige und das finde ich sehr schade in diesem Stadtrat. Der Gedanke, den die AfD hier aufbringt, die Diskussion des sozialen Friedens, der wäre doch wichtig. Der wäre wichtig für diese Stadt. Dezentrale Unterbringung ist gut und ist richtig. Und dazu kommt, liebe Kollegen von der AfD, die zentrale Unterbringung wäre erheblich teurer. Wer soll es denn bezahlen? Und wenn Sie sich das angucken, wie die großen Wohnheime sind, da passiert gar nichts mehr. Da züchten Sie Gewalt und Hass und Aggressivität, in dem Fall der Zuwanderer uns gegenüber, nur noch mehr, weil sie in sich geschlossen sind. Und so werden sie sich nie integrieren. Also Ihr Antrag ist nicht zustimmungsfähig für uns. Aber der Gedanke, und das wollte ich noch mal sagen, ja, gegen Ihr Gelächter und vor allem gegen Ihre Hassrede vorhin, Frau Kollegin, ja, wir müssen über dieses Thema reden. Wir müssen drüber reden. Wir können es doch nicht wegwischen. Wir haben zwei Leute, die angegriffen worden sind, zwei Homosexuelle. Wir haben einen, der davon gestorben ist. Wir haben immer wieder Messerangriffe. Wir haben letztens erst in meinem Wahlkreis da in Gorbitz oder wo das an der Kesselsdorfer Straße die nackte Frau, die sich da ausgezogen hat. Wir haben Angriffe auf Busfahrer gehabt vor wenigen Tagen. Steht bloß selten in der Zeitung. Keine Ahnung, warum Sie es nicht schreiben. Sie sehen es doch in den sozialen Medien. Also der soziale Frieden ist durchaus gefährdet. Und ich glaube, wir müssen versuchen, in den nächsten Jahren ja, diese politische Debatte zu entkleiden und auf den Punkt zu bringen, wo wir sagen, wie wollen wir es denn besser machen? Und besser machen wir es nicht, und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wenn wir sehr viele Geflüchtete in sehr kleinen Strukturen ghettoisieren. Wenn ich also beispielsweise in Gorbitz sehr, sehr viele Flüchtlinge unterbringe, in Blasewitz und am Weißen Hirsch, aber gar keine. Das ist das Schwierige. Ihre Gedanken sind gut, integrieren Sie die Leute, aber das wird nur funktionieren, wenn Sie sich auch in sozialen Strukturen wiederfinden, die integrationsfähig sind. Und wenn Sie die ganzen Armen, auf Deutsch gesagt, die ganzen sozial ohnehin Schlechtgestellten zusammensperren in Strukturen wie Gorbitz und dann noch die Zuwanderer dazu bringen, die werden sich nicht besser integrieren. Die brauchen alle selber Hilfe. Bringen Sie die Zuwanderer in die gesamte Stadtgesellschaft, auch in die sogenannten Besserverdienerviertel, dann wird das möglicherweise funktionieren. Also insofern in der Sache, ja, AfD sind wir dabei, aber in der Ausführung auf keinen Fall. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstimmung über den ablehnenden Ausschussbericht. Entschuldigung. Schlusswort noch, Herr Pinker, bitte schön. Tja, Frau Borko, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen, es tut mir leid. Plattitüden, wie sie immer verwendet werden von Rot-Grün, teilweise auch von Schwarz, dass wir widerlich einen Antrag gemacht haben, rechtlich unzulässig, also rechtlich zulässig, widerlich ist er nie, er betrifft einfach die Wahrheit. Sie verwechseln auch immer wieder das Typische, Sie sagen von Asylsuchenden. Wir reden von Asylberechtigten und von anderen Zugewanderten, die vielleicht gar keinen Anspruch haben auf Leistungen, die vielleicht vor ganz anderen Sachen geflohen sind. Wenn Sie sich überlegen, dass komischerweise ganz viele junge Männer ankommen, die haben ihre Mütter und ihre Freundinnen und alles zurückgelassen und ihre Schwestern. Das ist doch eher mal eine Hintergrundfrage, die Sie nie erörtern wollen und so weiter. Ne? Das nächste ist, dass Sie mit Ihrer Vorlage, die wir gerne außer Kraft setzen wollen, gerne immer mehr soziale Bespielung wollen, um angeblich einen Integrationsprozess hervorzurufen. Den werden Sie so nicht schaffen, das wissen Sie ganz genau. Da können Sie, egal welches Land das betrifft auf der Welt, können Sie gucken, wozu das führt.
Es führt nicht zu einer Integration. Es führt zu einer Hängematte für diese Personen. Die werden sich dann nie integrieren, geschweige denn Deutsch reden oder einer geregelten Arbeit nachgehen. Warum sollte ich das machen? Wenn ich in dieser Position wäre, würde ich das auch nicht machen. Wenn mir alles nachgetragen wird, warum sollte ich sauber machen? Ja? Ja, Herr Kiesling, Sie wissen ganz genau, wir gucken einfach, wo Sie Geld beziehen, alle. Dann wissen wir auch, wer teilweise hier mit Geld verdient. Und wir reden einfach nur, Asylberechtigte haben einen Asylanspruch, haben Leistungsanspruch. Das ist richtig. Und den wissen wir und wollen wir erfüllen. Vor Krieg Geflüchtete sollten unterstützt werden. Aber sogenannte angebliche Raubritter oder wie Sie die sonst betiteln wollen, ist nicht unbedingt unsere Leistung. Und Sie wissen ganz genau, was im Moment in diesen Stadtteilen passiert. Wenn im letzten kurzen Bildungsbericht die Aussprache kam und jetzt auch erst in der Presse zu lesen war, dass ganz hohe Prozentzahl inzwischen von Kindern im Kindergartenalter, die im nächsten Schuljahr in die Schule gehen sollen, in diesen Stadtteilen gesagt wird, die brauchen keine Regelbeschulung, die brauchen eine Förderschule. Und wir denken nicht, dass das an den Kindern liegt. Sie vermeiden damit auch die Zukunftschance der Kinder. Sie denken immer nur kurzfristig. Danke. So, damit kommen wir zur Abstimmung über den ablehnenden Ausschussbericht. Wer die Ablehnung teilt, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Fünfundfünfzig Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen worden.